2001 auf 11 D-Mark erhöht, jetzt im Juli auf 19,52, damit es dann praktisch im Euro, wenn der Euro kommt, Anfang 2002 9,99 Euro kosten kann, also sprich das Doppelte. Werde auf die Währungshüter von der Europäischen Zentralbank hofft, hofft vergebens. Das, was jetzt vor sich geht, ist unangenehm, unerwünscht, vorübergehend und in seiner Dimension beschränkt. Die Wahrheit sagen. Die Wahrheit sagen, dass eine Währungsumstellung immer Kosten verursacht. Und wenn man sie nicht dem Verbraucher, auf den Verbraucher überwälzt, dann muss es der Staat bezahlen. Die Kosten sind das eine. Doch die Verunsicherung greift tief. Vor allem in den neuen Bundesländern. Wie tief? Das überrascht selbst Psychologen, die Deutsche zum Abschied von der D-Mark befragten. Ja, in den neuen Bundesländern waren die Reaktionen sehr viel dramatischer. Man kann sagen, auch zugespitzter. Wir hatten dort Leute sitzen, die 2 Stunden lang nur geweint haben. Wir hatten richtige Wutausbrüche. Wir hatten auch Befragte, die gar nichts erzählt haben, die bockig waren, die geschwiegen haben. Gute Miene zum bösen Spiel muss der Finanzminister machen. Ausgerechnet jetzt lahmt die Konjunktur. Mehr Arbeitslose als erwartet reißen neue Löcher in den Etat. Doch der Stabilitätspakt für den Euro verbietet den Flirt mit neuen Schulden. Bekommen wir also aus lauter Euro-Treue für unsere D-Mark-Sparschweine ab 1.1. nur eine Euro-Schweinerei? Gut, bevor wir unser kleines, immer wieder beliebtes Euro-Schwein dann auch gleich zum Thema machen. Eichel, es gibt in dieser Woche oder sagen wir mal zum Wochenende denn noch einige andere Fragen auch, die ich gerne mal voranstellen würde, auch wenn sie nur vielleicht 3-4 Minuten in Anspruch nehmen. Aber wir haben ja nun eine Woche vor uns, wo Herr Scharping morgen Rede und Antwort stehen muss, wo, sagen wir mal, der Kanzleretat zur Debatte steht am Mittwoch und auch Sie am Dienstag Ihren Etat verteidigen müssen, wenn ich das so formulieren darf. Inwieweit, fangen wir mal bei der Flugbereitschaft an. Es ist doch komisch. Es geht jetzt seit den Fotos, den Privatfotos von Herrn Scharping, um diese Frage, ja, was ist berechtigt, nicht berechtigt, angemessen, nicht angemessen, rechtmäßig und nicht rechtmäßig. Die Wortwahl ist wohl formuliert. Es geht um ganz viele Flüge, die von früheren Regierungsmitgliedern genauso genutzt worden sind. Inwieweit ist eigentlich das, was mal auch in der Koalitionsvereinbarung vereinbart worden ist, was immer wieder zur Debatte stand, zu sagen, Privatisierung der Flugbereitschaft, wie können wir das eigentlich besser machen, dass es nicht so viele Fehlnutzungen, wenn ich das mal so nennen darf, oder umstrittene Nutzungen gibt. Machen. Hier gibt es jetzt einen Vorstoß von dem Grünen Herrn Metzger, der sagt, naja, dann sollten doch alle Ressorts das gefälligst selber machen. Aber bisher liegt es leider im Etat des Verteidigungsministeriums mit 180 Millionen. Nein, das wird auch so kommen. Wie soll es weitergehen? Das ist einfach, dass das in allen Ressorts veranschlagt wird. So hatte ich das auch vorgeschlagen. Das haben aber die Kollegen zunächst noch nicht gewollt. Aber ich denke, so werden wir es machen. Im Übrigen muss man schon bisher sagen... hat das keiner so gewollt, sondern alle Ministerien haben gesagt, nein, das wollen wir nicht machen. Also ich hatte es in meinem Kabinettsentwurf drin, gebe zu, bin damit im Kabinett nicht durchgekommen. Aber ich bin ganz sicher, genauso wird es kommen. Wann? Mit diesem Haushalt, mit dem Haushalt 2002, wie wir das vorgesehen haben. Im Übrigen muss man natürlich schon darauf hinweisen, die Flugbereitschaft ist inzwischen mehr als halbiert. Und wir haben inzwischen eine Situation, wo selbst dem Bundeskanzler passiert, dass kein Flugzeug zur Verfügung steht und er einen Staatsbesuch absagen muss. Das macht alles auch keinen vernünftigen Sinn. Denn Sie können überhaupt so ein Regierungsamt gar nicht ausfüllen, wenn Sie nicht mobil sind. Und wir sind in ganz Europa, manchmal in der ganzen Welt unterwegs. Und dann müssen Sie auch eine entsprechende Flugbereitschaft haben. Sie können viel mit Linie machen. Sie können auch sehr viel privatisieren. Aber gänzlich wird das nicht gehen. Der Bundespräsident, der Bundeskanzler, der kann nicht in der Privatmaschine fliegen. Der muss schon mit dem deutschen Hoheitszeichen
international. Darum geht es ja gar nicht. Es geht ja nur darum, deswegen, wie man das irgendwie günstiger hinbekommen könnte. Das machen wir ja auch. Beziehungsweise, also, wie man das vielleicht in die Ressorts der Ministerien verteilen könnte. Ja, ich sage nochmal, wir haben sie ja halbiert. Da hat jeder seine Verantwortung dann auch dafür. Wir haben sie halbiert. Nur ist das Problem ganz einfach. Es haben natürlich eine Reihe Angst davor, das mal richtig offen zu legen. Warum? Weil es in Deutschland eine ganz merkwürdige Debatte um diese Frage gibt. Das ist Arbeitsgerät. Es tut mir leid, ich kann doch nicht den ganzen Tag mit dem Auto unterwegs sein, dann kann ich mein Ministerium nicht führen. Wenn ich mehr als 2,5 Stunden mit dem Auto in eine Tour unterwegs bin, dann bin ich irgendwo schlecht organisiert, weil ich schließlich mein Ministerium nur führen kann, wenn ich auch am Schreibtisch bin, wenn ich auch für meine Mitarbeiter verfügbar bin. Ja, klar. Ich glaube, es geht auch gar nicht darum zu sagen, das darf man nicht nutzen, sondern es geht darum zu sagen, für was nutzt man es eigentlich? Ist es eigentlich eine Frage, denn das ist ja in jeder Regierung bisher der Fall gewesen, Olli Wickert. Das ist immer wieder, ob Frau Süssmuth, ob irgendwas, alle möglichen. Ja, es geht ja gar nicht darum, ob nun SPD-Minister, CDU-Minister oder sowas. Es ist einfach die Frage, inwieweit nutzen Mächtige etwas? Ja, ich glaube, das Problem, das wir hier haben, ist, dass wir immer wieder zurückfallen in dieses Moment, wo wir sagen, hier fehlt es an Stilgefühl bei denjenigen, die die Dinge benutzen. Mhm. Ich bin der Meinung, es ist unglaublich wichtig, dass die Politiker beweglich sind. Das ist gar keine Frage. Natürlich braucht ein Land wie die Bundesrepublik eine Flugbereitschaft, und zwar eine große Flugbereitschaft. Das ist überhaupt gar keine Frage. Es geht immer nur darum, wenn es so Grenzwerte gibt, wo man sagt, wir brauchen ja nicht um den heißen Brei rumzureden. Ist es geschickt, wenn Scharping an diesem einen Abend zurückfliegt nach Mallorca, um am nächsten Morgen sich abholen zu lassen von einem Flugzeug, das hier wieder startet mit dem Generalinspekteur, um dann nach Skopje zu fliegen? Dann sagt man, das mag rechtens sein, aber es ist nicht der richtige Stil. Das heißt, es muss erwartet werden, auf der einen Seite, dass diejenigen, die diese Geräte benutzen und die brauchen, dass sie es mit einem gewissen Stil und einer gewissen Verantwortung für die Steuergelder machen, auf der einen Seite. Es gibt ja ganz viele Fragen, die man sich da immer wieder stellt. Also Joschka Fischer fliegt mit dem Airbus nach Südafrika und man fragt sich, muss so ein Airbus für 5 Leute dahin fliegen oder hätten sie nicht wie geplant es mit einer Linienmaschine machen das müssen? Das waren die 800.000 Mark zu 80.000 Mark. Also es gibt so gewisse Dinge, wo man immer fragen muss, Stil oder Notwendigkeit. Auf der anderen Seite bin ich der Meinung, geht der Staat auch sehr pingelig um mit den Amtsträgern. Wenn ich mir angucke, dass der Bundeskanzler, wenn er in Hannover Wochenende hat und dann mit seiner Frau und seiner Tochter zur Kiesgrube fahren will, wenn er die dann in der gepanzerten Limousine mitnimmt, muss er für die, ich weiß nicht was, eine Mark 20 pro Kilometer zahlen. Also fährt er im eigenen Auto, die gepanzerte Limousine fährt hinterher, weil er ja seine Leibwächter und seinen Schutz braucht. Da würde ich sagen, ist es zu pingelig, wenn er in Urlaub fliegt mit der Maschine, was aus Sicherheitsgründen sicher richtig ist. Zwingend. Ja. Zwingend ist. Dann kann er die Frau mitnehmen, das Kind, muss aber für jeden eine First Class besuchen. Ist auch Quatsch, wird in anderen Ländern der Welt großzügiger gehandhabt. Also man muss, glaube ich, einen Ausgleich finden zwischen dem, was vielleicht auch gerecht ist gegenüber diesen Leuten, die sehr viel arbeiten, und dem Stil, den die finden müssen, dass sie sagen, ich nutze das nicht aus. Was ist gerecht, rechtmäßig und noch angemessen, Horst Imke? Nein, wissen Sie, ich finde diese Debatte lächerlich. Und sie zeigt, wie weit die politische Kultur in Deutschland runtergewirtschaftet ist. Wieso lächerlich, wenn es um Steuergelder geht? Unter anderem durch die Medien. Wieso ist das lächerlich? Alle großen Unternehmen haben selbstverständlich für ihre Chefs Flugzeuge. Das sind aber keine Steuergelder. Das ist in Ordnung. Moment mal, das sind aber keine Steuergelder. Es geht nicht um eine Nacht, um 6 Stunden. Große Presseunternehmen auch. Und ich bin der Meinung, ist es wirklich grotesk zu meinen, man müsste in dem Geschäft, was die Regierung zu machen hat, ganz egal, ob das CDU ist oder sonst, oder SPD oder sonst jemand, man müsste nun in dieser kleinkarierten Weise jeden Flug nachrechnen. Zu meiner Zeit, als ich, und ich war ja lang genug in der Regierung, galt der Grundsatz, der Minister ist immer im Dienst. Denn selbst wenn er im Urlaub ist und mir das ewig passiert, aber dann, Augenblick, dann muss er zurück in den Dienst, ja, und dann soll er wieder umbuchen. Und dann aber für 8 Stunden nach Mallorca, das ist eine Frage des Stils. Augenblick. Das ist eine Frage des Stils. Augenblick, aber das ist eine andere Frage. Nein, da ist schon angefangen, die Bei Debatte. Mir fängt, ich kann das ja sagen, wir haben das früher völlig anders gemacht. Es gab diesen kleinen Hickhack nicht. Dann bleibt diese Frage übrig.
da gebe ich Ihnen völlig zu, Herr Wickert. Die bleibt übrig. Aber man hat das Gefühl, diese Gesellschaft diskutiert die großen politischen Fragen kaum noch. Ja? Es ist keine wirkliche Auseinandersetzung um große Fragen, wie zum Beispiel die, die wir heute diskutieren wollen. Und darum wird dieses aufgeworfen. Die persönlichen Geschichten, die Ungeschicklichkeiten. Ich sage nicht, dass man das nicht erörtern soll. Aber das sind ja die Politiker, die das alles mitmachen. Also in diesem Fall ist es ja nicht so, dass es Paparazzi-Fotos gewesen sind. Das ist eine andere Frage. Das ist nicht eine andere Frage. Man kann nicht nein, sagen, Sie die Journalisten und die Medien, lieber Uli Wickert, sollten sich mal überlegen, was die großen Themen der deutschen und der europäischen Politik sind und nicht meinen, es ist so schön, über diese Sachen dauernd, monatelang zu schreiben. Hey, dann nehmen wir doch aber mal ein großes Thema. Und das große Thema ist zum Beispiel auch, wenn ich jetzt noch mal mit Entschuldigung an die anderen Diskussionsteilnehmer hier noch mal auf das aktuelle Thema gehen darf, ist doch aber auch bitte schön die Frage dieser Flugbereitschaft. Es ist jetzt seit Jahren, und damit hat es gar nicht aus dem Kit damit zu tun, welche Regierung wo wem was vorwirft, sondern es ist immer wieder, ob Rita Süssmuth, ob Sie selber, wir, alles ist überall immer wieder mit der Nutzung der Flugbereitschaft in Frage gestellt worden. Warum nicht Privatisierung? Zweitens. Weil wir bisher keinen gefunden haben. Das ist eine spannende Veranstaltung. Aber nun sagen heute ganz viele Fluggesellschaften, sechs an der Zahl, sechs private Gesellschaften sagen, wieso? Das stimmt überhaupt nicht. Wir würden gerne. Also nur die Auslandsflüge. Nur die Auslandsflüge, sondern auch mit einer Challenger, die Inlands- und Europaflüge. Also ich kann nur sagen, was das Verteidigungsministerium uns berichtet hat. Sie haben bisher keinen gefunden, der es zu vergleichbaren Kosten macht. So einfach ist das. Zu vergleichbaren Kosten und ja. Inland mit. Also ich sage, ich bin doch sofort dabei, wenn ich irgendwo Geld sparen kann, Frau Christiansen, aber jeden Augenblick. Das können Sie doch mal sicher sein. Herr Eichel, ja. Wie wäre es denn mit Geld sparen, wenn Sie jetzt, ich glaube, das kostet dem Verteidigungsministerium 160 Millionen etwa pro Jahr, wenn das auf, wie Herr Metzger von den Grünen das jetzt vorschlägt, auf die unterschiedlichen Ressorts auch wirklich mal verteilt wird. Das habe ich gar nicht vorgeschlagen. Ja. Bin und ich in der Regierung noch nicht. Kommt man damit durch? Wir kommen auch damit durch. Warum? Wann? Ist ein Punkt, ich habe es ja schon gesagt, mit dem Haushalt 2002. Aber es ist eins natürlich richtig. Zum Ersten will ich mal festhalten, dass wir die Flugbereitschaft mehr als halbiert haben. Also die Debatte findet zu einer Zeit statt, da die Kosten der Flugbereitschaft ungleich viel niedriger sind als bei der Vorgängerregierung. Die erste Feststellung. Die zweite Feststellung ist, Frau Christiansen, wir müssen uns mal eins abgewöhnen. Ich sage das jedenfalls in aller Ruhe für mich und auch für alle Kabinettskollegen. Das hat irgendwo wohl den Ruch, als ob man da was Luxuriöses tut. Ich habe am Anfang, die ersten beiden Jahre, habe ich Flugangst gehabt, aber ich musste fliegen, weil sie sonst ihren ganzen Dienst nicht machen können. Ist doch Unsinn. Als Oberbürgermeister kam ich mit der Straße. Aber wenn man heute... Sondern wir müssen mal eins klar machen. Sie können überhaupt Ihren Job nicht machen, wenn Sie keine Flugbereitschaft haben und wenn Sie nicht auch in Deutschland und Europa... Aber dann soll doch jedes Ressort bitte schön für sich entscheiden. Die Flugbereitschaft stellt ja eigentlich niemand in Frage, sondern es wird die Benutzung der Flugbereitschaft in gewissen Fällen in Frage gestellt. Es wird überhaupt nicht in Frage gestellt, dass die Flugbereitschaft benutzt werden muss. Gar keine Frage, sondern man sagt nur, wird sie nur für dienstliche Zwecke benutzt? Ja. Oder, wie ich eben gesagt habe, zu vielleicht einem rechtmäßigen Flug nach Mallorca, aber einem stillosen. Und da muss die Gesellschaft die Erlaubnis haben, dies zu diskutieren. Ja, von mir aus können Sie das und alles 14 Tage mit Schlagzeilen auf der ersten Seite. Ich habe das die übrige ja auch, Welt steht in Flammen. Ist doch grotesk. Also ich habe das ja auch offengelegt. Das ist ja alles diskutiert worden. Dagegen habe ich überhaupt nichts. Aber wissen Sie, in Wirklichkeit geht es um was anderes, Herr Wickert. Wir sind in Deutschland auf dem Weg dahin, wo Amerika schon ist. In Amerika ist es inzwischen üblich, dass die politischen Konkurrenten jeweils Detektive auf den anderen ansetzen, um zu gucken, findest du da nicht irgendwas. Das ist pervers, sage ich Ihnen. Wenn wir so weitermachen, finden Sie niemanden mehr, der den politischen Job noch machen will. Weil das geht nicht. Ich verlange auch, jeder von uns hat auch noch einen Anspruch darauf, an seiner politischen Leistung gemessen zu werden. Und ich sage Ihnen mal, ich frage überhaupt nicht, wie ich wohin komme. Das organisiert mein Vorzimmer. Wo käme ich hin, wenn ich noch frage, darf ich dies oder darf ich das? Dafür gibt es Richtlinien und danach wird es gemacht. Und so war das auch bei Herrn Scharping. Und dann wird das auch morgen geklärt sein und in Ordnung sein. Aber das werden Sie wahrscheinlich nicht bei privaten Terminen fragen, sondern bei beruflichen Terminen werden Sie es nicht hinterfragen. Aber bei privaten... Ja, das gibt es gar nicht.
sagen Sie mal, das ist, hat mich schon mal geärgert. Da wurde ich auch vorgeführt. Glauben Sie denn, mir macht das Spaß, meinen Urlaub zu unterbrechen, weil ich dann irgendeinen dienstlichen Termin wahrnehmen muss? Das macht niemanden, glaube ich, Spaß. Eben. Egal, ob so, in einem Unternehmen oder... Eben, aber das ist der Gegenstand der öffentlichen Debatte. Ja. So. Aber es passiert nicht nur Politikern, das passiert auch vielen Unternehmen, das passiert auch vielen anderen, oder? Nur darüber gibt es keine Diskussion, glücklicherweise. Darüber gibt es auch keine Diskussion und dass natürlich die Bundesregierung eine solche Flugbereitschaft braucht, gar kein, ganz klar, darüber braucht man nicht zu diskutieren. Nur in der Tat wird das von der Bevölkerung als ein Privileg gesehen. Ja. Und wir haben also viele Neider und viele Leute, die sagen, da kann man sehen, die Bonzen fliegen da rum. Übrigens wird das den Vorstandsmitgliedern genauso angelastet, nur auf einer anderen, nicht ganz so breiten Ebene. Deswegen meine ich, sind aber die Berechtigten gut beraten, wenn sie in der Nutzung sehr penibel vorgehen. Richtig. Und wenn sie keinen Anschein geben, dass sie der Versuchung unterlegen, Geschäftliches oder Politisches mit Privatem zu verknüpfen. Ja. Darin liegt eigentlich die Ungeschicklichkeit. Und ich wundere mich, wie ein erwachsener Mann, der ja doch das Spiel kennt, und da gab es ja auch Vorläufer und Beispiele, wie er sich dieser Gefahr aussetzen kann. Da glaube ich, setzt also eine gewisse Kritik jedenfalls meinerseits an. Die Macht der Liebe. Das hätte man für diese kurze... Ja, die Macht... Gut, da sind wir ja da. Wir könnten ja sagen, das ist so ein bisschen spätpubertär, da können wir es dann also damit bewenden lassen. Es ist aber eine sehr, sehr teure Form, wie man seine Pubertät auslebt. Und ich denke, wir sollten vorsichtig sein. Also gerade als jemand, der lange im Journalismus war und jetzt im Parlament ist und immer noch für sich in Anspruch nimmt, auch publizistisch tätig zu sein, befremdet mich das, wenn ich das so uns quasi zuhöre. Warum? Ich glaube, dass es nicht nur eine Frage der Verhältnismäßigkeit ist, sondern dass es auch zu Recht einen großen Vertrauensverlust in die Politik gibt. Ganz vieles können wir nicht mehr leisten im Zeitalter der Globalisierung, warum wir hergekommen sind, um den Euro zu diskutieren. Und man hakt sich dann an Kleinigkeiten fest. Ich glaube nicht, Herr Imke, dass man da zurückgehen kann in den 70er Jahren und sagen, damals hat keiner darüber geredet, sondern dass wir genau das Gegenteil müssen. Wirkliche Transparenz vorleben. Ganz klar unterscheiden zwischen privat und öffentlich und auch wirklich Rede und Antwort stehen. Und ein bisschen, was ich hier gehört habe... Wir wollen Österreich verändern. Nicht nur Österreich, ich glaube, alles muss sich verändern in Europa. Ja, Österreich vor allem sicherlich auch. Und da wäre ich ganz massiv dafür, dass wir, auch als Parlamentarier sind wir viel unterwegs, wirklich unsere Kosten offenlegen und ständig auch sagen, was wir tun. Und dann auch noch etwas, in einer Zeit, in der es immer teurer wird, das Leben, in dem die Abgaben steigen, sind halt 800.000 Mark, das kann man nicht kleinreden. Nein, Sie haben ja recht, nur eins muss man feststellen, das stimmt und er schreibt das alles. Die Wahrheit ist nur, ich habe mir das nochmal so, als ich hessischer Ministerpräsident war, meine Amtsvorgänger angesehen. Wissen Sie, es ist immer enger geworden. Ich kritisiere das gar nicht, ich halte es nur fest, diese Debatte können Sie sich in früheren Jahrzehnten so gar nicht vorstellen, richtig, wo ganz ungefragt Sachen gemacht worden sind, die Sie heute sofort das Amt verlieren würden. Ich fände auch zu Recht. Das heißt, ich will nur deutlich machen, wir sind in Wirklichkeit einer Entwicklung, wo das öffentliche Amt mit all dem, was drumherum ist, in einer Weise unter Beobachtung steht wie nie vorher. Das will ich gar nicht kritisieren. Aber eins finde ich... Dafür sind Sie auch so viel im Fernsehen und populär wie keiner Ihrer Vorgänge. Also, Sie bekommen ja auch was dafür. Obwohl er spart. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Gerade deshalb, weil die Leute wollen, dass man mit dem Geld vernünftig umgeht und weil sie wollen, dass der Staat nicht ständig Schulden macht. Und das ist die Politik, die wir zu machen versuchen. Ja, das ist doch die ideale Überleitung zum Euro. Herr Eichel, also das, worunter Sie klagen, dass die Politiker so in der Beobachtungslinie liegen der Presse, ist in der Wirtschaft ganz ähnlich. Ich glaube, das ist eine Entwicklung, der muss man sich stellen, die ist eben so, die können wir nicht zurückdrehen. Die Presse wird das auch nie machen, weil sie natürlich gerne verkauft und Auflagen steigert. Ist auch ihr gutes Recht, das sind Wirtschaftsunternehmen. Ich glaube, wir müssen uns selbst sehr, sehr disziplinieren, damit wir keinen Anlass geben, dass da irgendjemand etwas Dummes sagen kann. Nee, also ganz falsch ist das ja auch nicht. Ich meine, egal ob in der Wirtschaft die Aktionäre darauf schauen oder in der Politik die Steuerzahler darauf gucken, was da eigentlich an Geld ausgegeben wird. Ich beklage das ja auch gar nicht. Nur wenn das so ist, und das war früher anders, die Zeiten haben sich geändert, muss man sich danach verhalten. Also, Herr Deuss, ich würde zwei Dinge genau unterscheiden. Das eine ist, Amtsführung völlig transparent, überhaupt keine Frage. Aber ich finde schon, dass jeder von uns auch noch ein Recht auf Privatheit hat
Und das hat man nicht, wenn man ins öffentliche Amt gewählt wird, damit schon abgegeben. Das ist der einzige Punkt, von dem ich sage, dass diese Art der Vermischung... Aber wenn man die Badehose aufs Titelblatt gibt, dann verliert man das natürlich auch. Ich stimme Ihnen. Ja, ich sag, ich bin ja einverstanden, aber ich hätte auch ganz gerne selber das Recht zu sagen, ich will es nicht. Und das versuchen Sie mal, dann werden Sie gejagt. Also das ist die andere Seite. Das kenne ich mittlerweile auch, ja. So. Gut. Also dieser Fall ist klar, ich weiß nicht, ob wir ihn weiter vertiefen sollten. Ne? Ich möchte sagen, dass hier hört man ja, dass die allen großen Problemen werden in Brüssel gelöst. Und in den einzelnen Ländern diskutiert man den kleinen Problemen. Das ist ein lächerliches. Also diese Reisekosten, ich soll mal die Flugbereitschaft in Brüssel untersuchen. Ist ein Problem der Welt. Richtig. Es ist ein größeres Problem, dass wir unsere Demokratie verloren hat. Wir können das ist noch nach Brüssel verlagern und mit unseren Beiträgen verrechnen. Ne? Da hat er etwas zynisch. Wichtiges gesagt, Demokratie verloren haben. Uli Wickert, wir beide haben, wenn wir jetzt mal Schnitt machen, Euro. So. Wir beide haben neben Schmidt und Herrn Weizsäcker gesagt, gut, wir setzen uns für den Euro mit ein, und Sie haben in der Werbung auch noch gesagt, ich freue mich auf den Euro. Warum freuen Sie sich auf den Euro? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Ich gucke in meine Brieftasche. Ich nehme meine Brieftasche raus, und um hier nachher wegzufahren, brauche ich 50 Mark oder nicht ganz. Nein, aber auf jeden Fall brauche ich Geld, um zum, na gut, ne, um zum Hotel zu kommen. Übernehmen wir schon. Wenn ich aber in meine zweite Heimat fahre. Ja, ich musste unterschreiben, dass ich nichts kriege. Nee, das ist der Satz. Alle werden. Wenn ich in meine zweite Heimat fahre, dann brauche ich dieses Geld, um dort das Taxi zu bezahlen. Und das übernehmt ihr ja nicht. Okay. Und es ist lästig. Und denn mit diesem Schein komme ich nicht hin. Weil ich zu wenig Geld da habe, muss ich also wieder, komme ich irgendwo an, muss ich wieder Geld rausholen aus dem Apparat. Ich finde es viel praktischer. Ich habe einen Schein, mit dem gehe ich ganz Europa. Durch ganz Europa und brauche da nicht immer zu wechseln. Naja, das ist ein Scherz, aber auf der anderen Seite, für mich ist der Euro eine ganz spannende Sache. Wenn ich das geschichtlich mir angucke, die D-Mark ist ja für viele Leute sozusagen der Gründungsmythos der Bundesrepublik. Mhm. Und für mich nicht. Das liegt aber auch daran, dass ich viele Heimaten habe, unter anderem auch die Heimat, wo es den Fonds gibt. Und was ist mit dem Gründungsmythos verbunden? A, die Akzeptanz der Demokratie. B, die Verbindung von Wohlstand, auch einem großen sozialen Netz und so weiter und so fort. Andere Länder haben nicht ein materialistisches Motiv, das sozusagen der Gründungsmythos ist, sondern die haben andere, Geschichte, Literatur und ähnliche Dinge. Und da sage ich, das tut uns ganz gut, wenn wir das Materialistische aus unserem Mythos und aus unserer Identität weggeben und indem wir sagen, wir öffnen uns in diesem Bereich auch Europa, was meines Erachtens den Deutschen sehr schwer fällt, wie wir wissen. Leider haben wir in Deutschland nicht das französische System des Referendums. Die Franzosen haben ja über den Euro diskutiert, haben darüber abgestimmt. Es war ganz knapp. Es war ganz knapp. Und bei uns, wenn wir es hätten, das Referendum, wäre es auch ganz knapp. Aber es gäbe eine große Debatte im Volk über den Euro, dann wahrscheinlich weitergehend über Europa, nämlich, und die Frage der Demokratie. Denn Europa ist ja ein Kunstgebilde, wo das Europäische Parlament nicht die Kontrolle hat. Also war das undemokratisch, was wir gemacht haben? Also sein Argument ist ja nicht gut. Es gibt ja, Herr Wickert, auch solche Plastikkarten, damit können man in anderen... Kann man überall zahlen, aber nicht bei meinem Taxifahrer zum Beispiel. Und wissen Sie, diese zwei Zettel... Bei meinem nicht. Bei meinem nicht. Haben die Herr Wickert, wissen Sie, diese zwei Zettel, die die hatten, das kann ich in sicherer dänische Kronen wechseln. Dann brauchen Sie nicht diese Lottereischeinen zu benutzen. Das ist das Argument eines potenziellen Wohlstandschauvinisten, das Sie gerade gebraucht haben mit der sicheren dänischen Krone. Warum? Ich glaube, wenn man es nüchterner sieht, brauchen wir den Euro, weil wir als Konsumenten und gerade ihr Deutsche, wir Österreicher gemeinsam ja längst abgestimmt haben. Wir haben unseren Lebensraum erweitert. Wir haben in uns hereingekauft. Keiner von uns trägt hier nur noch deutsche oder österreichische Waren am Körper und auch sonst. Wir reisen sehr, sehr viel. Und da brauchen wir jetzt zur Vervollkommnung
diesen Euro. Und wir brauchen ihn vor allen Dingen auch deshalb, um uns genau davor zu schützen, was euch Dänen sehr, sehr leicht passieren kann, wenn es euch ein bisschen schlechter geht, nämlich gegenüber den haltlosen Währungsspekulationen aufzutreten. Heute sind es 2 Billionen Dollar, die an jedem Werktag, ja, spekulativ um die Erde geschickt werden. 3% sind davon nur noch realer Warenverkehr. Das hat sich verzehnfacht. Sie sind doch eigentlich auch jemand, der sagen, also sehr pro Euro. Ja, sehr pro Euro, aber sehr auch sagen, also so ganz demokratisch war das auch nicht. Da gebe ich Ihnen recht. Ich bin ein großer Anhänger. Na gut, das ist aber die Frage. Moment. Aber jetzt sind genau das, was Uli Wicker dem gesagt hat. Es ist aber die Frage, was ist Demokratie? Also ich, die Einführung des Euro ist absolut demokratisch passiert, aber ich bin der Meinung, dass das, was die Europäische Union, die Kommission und all das ist und die Ausübung, da fehlt es an weiterer Demokratisierung, demokratischer Kontrolle. Ja, das ist einer der Gründe, warum die Europäische Union ist von demokratischen Ländern gegründet worden und ist ein Konstrukt von demokratischen Ländern. Diese Regierungen sind alle gewählt nach demokratischen Muster. Es gibt verschiedene Formen der Volksdemokratie, der repräsentativen Demokratie etc. Gut, also insofern, in Dänemark. Hier sind wir im Kern. Es gibt kein Währung im ganzen Welt ohne Staat. Es gibt keinen Staat ohne Währung. Wenn man eine einheitliche Währung machen will, in Montenegro, eine gemeinsame Wirtschaftspolitik haben. Sonst funktioniert das nicht. Aber bleiben wir doch mal beim Euro. Wir können auf das Demokratieargument ja gleich kommen. Und er weiß natürlich, wie man Dinge populär erzählt, und darum zückt er sein Portemonnaie und zeigt die beiden Scheine, die er drin gelassen hat. Aber das eigentliche Problem ist doch dies: Das Wirtschaftswunder in Deutschland hätte nie stattgefunden, wenn der gemeinsame Markt sich nicht ausgedehnt hätte. Herr Deuss weiß das noch besser als ich, wie viel Prozent unseres Exportes in die Europäische Union gehen. Es waren Geschäfte mit den Franzosen, wir konnten exportieren nach Europa, sind dadurch reich und wohlhabend geworden, und die Franzosen haben ihre Landwirtschaft geschützt. Und jetzt ist die Frage, wie kann man das weiterführen ohne gemeinsame Währung? Und da ärgern sich die Leute noch viel mehr, wenn sie dabei immer Geld zahlen müssen und das lange dauert, also vor allen Dingen die Unternehmen. Und darum ist in der Logik des gemeinsamen europäischen Marktes eine europäische Währung zu haben. Der Streit, den ich für richtig ansehe, und vorhin habe ich da den Kollegen Hankel gesehen, es haben viele in der Ökonomie gesagt, ihr zäumt das Pferd vom Schwanz auf. Eigentlich müsstet ihr erst eine einheitliche Steuerwirtschaft und Finanzpolitik haben, und am Ende kommt die Währung. Genau. Das halte ich für ökonomisch richtig. Die politische Gegenrechnung war, da hatte Kohl recht von meiner Meinung, ja, wenn wir keine gemeinsame Währung kriegen und den Druck der gemeinsamen Währung, kommen wir nie zu einer gemeinsamen Steuerwirtschaft und Finanzpolitik. Jawohl, es ist politisch das Pferd vom Schwanz aufgezäumt worden. Und ob das am Ende klappt, das liegt an Ihnen und seinen Kollegen. Nein, das liegt an Europa. Das liegt am Europäischen. Ja, ich rede ja von seinen europäischen Finanzministern. Nämlich, ob sie nun nach der gemeinsamen Währung schrittweise immer dichter an eine gemeinsame Wirtschaft, Finanz- und Steuerpolitik kommen. Aber es gab einen ganz tiefen politischen und wirtschaftspolitischen Grund, den Euro einzuführen, um Europa stark zu machen und uns nicht zu zersplittern, während wir Großmächten wie Amerika, und das bröckelt jetzt ein bisschen, aber auch in Asien, Japan gegenübergestehen haben. Für meine Begriffe haben die europäischen Nationalstaaten gar keine Chance, wenn sie sich nicht zusammentun, wirtschaftspolitisch wie machtpolitisch. Und das ist, entschuldigen Sie, Herr Wickert, nicht so populär, aber dichter dran an der Realität. Gut, jetzt rollen bei uns also die Trucks durch die Lande und verteilen so langsam die Starter-Kits an die Banken, und in 3 Monaten werden diese Starter-Kits ausgegeben. In Dänemark sagt man, schön, dass das überall in Europa so ist. Wir wollten das nicht und wir haben abgestimmt und wir haben gesagt, das ist demokratischer als hierzulande, und damit sind wir auch ganz glücklich. Wir leben auch ganz glücklich ohne Euro. Tun Sie das wirklich? Ja, wir haben 2 Volksentscheide darüber in Dänemark gehabt. 2. Genau. Sie werden auch einmal haben wir Nein gestellt. Das ist wie bei den Schweizern. Es ist besser, dass der eine Volksentscheid hier in Deutschland gibt. 3 bis 4 Volksentscheide. So, dass wir nur einen in Dänemark hatten. Das reicht nicht. Aber für mich ist diese eine unumkehrbare Entscheidung. Nicht? Das kann nie von Deutschen geändert werden. Das kann nie von Dänemark geändert werden, weil wir
Nein gesagt habe. Aber in Deutschland kann es nie geändert werden. Da muss man eine solche bedeutende Beschließung, Entscheidung mit Volksentscheid beschließen. Okay. Man kann ja nicht eine einheitliche Währung ohne eine gemeinsame Regierung und ein gemeinsames Parlament haben. Das geht nicht. Das hat niemals bevor in der Welt hat es noch nie gegeben. Also war das zu undemokratisch? Ja, es ist eine unumkehrbare Entscheidung. Es muss durch Volksentscheid in allen Ländern beschließen werden. War das zu undemokratisch in Deutschland? Ist es deshalb so wenig, am Anfang, jetzt beginnt es langsam, aber war es deshalb so wenig akzeptiert? Nein. Es hätten viele, meine Partei auch, lieber eine Volksentscheidung gehabt. Das ist eine Frage, was für ein Demokratiemodell man will. Aber wir haben das der repräsentativen Demokratie, und das heißt Bundestag und Bundesrat, übrigens mit riesiger Mehrheit, jeweils haben das beschlossen. Das ist völlig demokratisch. Aber wir können natürlich das Grundgesetz ändern, wofür ich bin, und in solchen grundlegenden Fragen auch Volksentscheide machen. Das wäre schon vernünftig. Richtige. Aber gleich, da muss man aber, damit es keine Alltagsaussage bleibt, hinzufügen, ich glaube, beim Euro hat man das verpasst, das hat auch eine bestimmte historische Bewandtnis gehabt, aber jetzt sind wir schon zusehends in der Falle. Wir haben den Euro auf dem Weg, wir haben ein Problem mit der... Wir haben ihn schon, aber jetzt für die Bevölkerung, dass er wirklich sinnlich fassbar wird. Und wir sind dabei, ohne das Großprojekt EU-Institutionenreform, also Europa wirklich demokratisch zu machen und auf die Beine zu stellen, Steuerharmonisierung herzustellen, Steuerschlupflöcher zu schließen, endlich ein ordentliches Kartellrecht herzubekommen und. Richtig. Das nächste Riesenprojekt, wieder ohne Einbeziehung der Bevölkerungen. Ich glaube, zu unvorsichtig voranzutreiben, nämlich die EU-Osterweiterung. Wir haben unsere Hausaufgaben bisher in Brüssel noch nicht gemacht. Wir haben den Agrarhaushalt nicht reformiert. Das war schon davon die Rede, dass es immer ein Deal war mit den Franzosen. Das erlebt man auch hautnah. Wir haben ein Riesenproblem bei den Strukturfonds. Und jetzt stürzen wir uns in das nächste hinein. Und da, glaube ich, besteht die ganz große Gefahr, dass dann genau der Reflex bei der Mehrheit der Bevölkerung in sehr, sehr vielen Ländern entsteht. Aha, selber fliegen es dauernd durch die Weltgeschichte, kümmern sich nicht mal mehr um Mallorca und was das alles kostet und bürden uns das nächste auf. Sie meinen, ich denke, Volksentscheide ja, aber dann bitte auch, und zwar in allen europäischen Ländern, bei dieser vollkommenen Veränderung der Europäischen Union hin in Richtung Osten. Gut, jetzt kommen aber natürlich erstmal so ganz, ganz praktische Fragen auf uns zu. Das Erste ist, was man merkt, man geht in Kaufhäuser und da ergeben sich plötzlich ganz andere Preise. Da entdeckt man also plötzlich so ganz krumme Zahlen, 10,23 Mark und für 20 Euro und all so ein Zeug. Und dann sagt man, das ist ja ein bisschen teurer geworden als vorher, auch wenn der Handel immer sagt, nein, ist es ja gar nicht, ist es doch. Ist es ja auch. Natürlich. Also Versucht er dann noch mal so ein Schnäppchen mitzunehmen? Ich möchte zu der Frage Volksentscheid noch etwas sagen. Was ja, Sie wollen ablenken. Nein, überhaupt. Erst Volksentscheid, dann Preiserhöhung. Ich finde, es gibt Materien, die in ihrer Beurteilung so komplex und kritisch sind, auch in den Folgen, die sie nach sich ziehen, dass sie sich weniger für einen Volksentscheid eignen. Das Volk ist viel klüger, als wir Politiker es dafür halten. Wir, glaube ich, komplexer. Und die Franzosen, die vielleicht ein bisschen schlauer sind als wir, aber das schaffen wir auch noch, die haben über den Maastrichter Vertrag abgestimmt. Eines der komplexesten Vertrags. Ja, vielleicht waren sie dann auch besser informiert und das war eine bessere Information. Nein, die Information geschieht ja in einem solchen Auseinandersetzung. Aber bleiben wir doch, ich finde das nämlich ganz spannend, bleiben wir doch mal bei den Preisen. Es hat nämlich gerade jemand folgende Geschichte erzählt und da bin ich, ich habe es nicht dabei, lieber Horst Ehmke, dass ich haben das Sie vorführen nicht Ihre Rechnung kann. Noch in der ich habe die Rechnung nicht dabei, weil ich habe es nicht gekauft, aber folgende Geschichte erzählt, also eine Dame kauft sich ein Parfum, das sie sich immer kauft. Das ist plötzlich 10 Mark teurer geworden, weil es plötzlich jetzt in Euro viel besser ist. 10 Mark? 10 Mark. Also manche Dinge, die werden ja immer nur so... Ja, ne, ja, so mit 10 Mark 23 und dann sowas. 40 Pfennig teurer. Aber ich glaube, so gerade in manchen Bereichen, da sagen die Leute, jetzt probieren wir es. Aber nun hören wir doch mal den also Einzelhandel, das, also wie der das halte ich, das halte ich, dieses Beispiel halte ich für ein Gerücht. Ich kenne ein umgekehrtes, weil wir ja doppelt auszeichnen und manchmal wird der Euro größer ausgezeichnet, jetzt noch als die D-Mark, dass eine Dame eine Strumpfhose gekauft hat, weil sie glaubte, sie sei halb so teuer wie bisher.
und hat nur den Europreis gesehen, hat aber nicht gemerkt, dass da ja auch noch ein D-Mark-Preis ist. Das ist gemein vom Handel, wenn er das nämlich macht. Das steht dann nämlich 10,23. Vorsichtig, und eigentlich, die dürfen nicht sagen, wenn Sie von Gerüchten sprechen, es gibt hier eine Aufstellung der Verbraucherzentrale von Karstadt. Dürfen wir vielleicht sehr, sehr deutliche Preiserhöhungen geben? Warten Sie mal eben kurz einmal auf die Antwort. Den Handel gibt es in diesem Punkt nicht, weil jedes Unternehmen diese Frage, wie sie die Preise auf- oder abrundet und gestaltet, natürlich in eigener Verantwortlichkeit tut. Insofern gibt es hier keine globale oder keine abgestimmte Verhaltensweise, erstens. Zweitens, der Einzelhandel ist ein Wirtschaftsbereich wie jeder andere, der ist darauf gerichtet, zu verdienen, Ergebnisse zu produzieren. Wir haben eine große Anzahl von Arbeitsplätzen, die ja auch gesichert werden müssen. Insofern ist der Handel selbstverständlich in der Lage, und es ist rechtens, dass er das tut, so zu kalkulieren, wie es für seine betrieblichen Notwendigkeiten braucht. Überhaupt das heißt, gar keine für den Frage. Gewinn. Selbstverständlich für den Gewinn, aber natürlich. Ein Unternehmen, was keinen Gewinn macht. Das klingt immer so, die betriebliche Notwendigkeit gibt es Gewinn. Das ist doch vollkommen klar. Ein Unternehmen, was kein Ergebnis, keinen Gewinn erzielt, kann nicht überleben auf Dauer. Das ist doch eine ganz klare Sache. Das ist überall so. Das ist auch hier in diesem Unternehmen, in dem sagt wir man uns hier im Moment, eigentlich, im Moment angesiedelt sind, genauso. So, das mal vorweg. Was passiert jetzt? Wir haben eine ganze Reihe Kostensteigerungen auf den Personalkostenseiten, auf dem Energiesektor. Wenig. Doch. Aber deswegen muss auf dem Energiesektor. Moment. Nein, das heißt, dass wir einen permanenten Prozess unserer Preisgestaltung haben, weil wir ja mit den Entwicklungen mitfahren müssen. Das ist ein ganz normaler Tatbestand. Dass man jetzt, weil es auch umrechnungsmäßige und technische, an den Kassen technische Probleme gibt, dass man versucht, jetzt Preise zu bilden in Euro, die später beibehalten werden können, die man also nicht noch einmal ändern muss und die in der Umrechnung mal drunter unter dem D-Mark-Betrag liegen, wenn man es genau rechnet, mal drüber liegen. Aber dazu führen, dass an der Kasse, da spielt auch die Münzsortierung eine Rolle. Denn man möchte ja gerne nicht also unendlich viele Münzen rausgeben müssen. Die Stückelung spielt da eine gewisse Rolle. Dass man also Preise macht, die in den Kassenvorgängen gut herauszugeben und zu bedienen sind. Ich finde es wunderbar, dass das Statistische Bundesamt in Wiesbaden gerade festgestellt hat, dass sich bisher im Einzelhandel keinerlei Veranlassung ergeben hat, zu glauben, dass hier im Hinblick auf die Euro-Umstellung, also diesen Umtausch der Währungen, der Münzen, dass hier Preise angehoben worden sind. Das ist nun, wir haben 18.000 Artikel, haben die beurteilt. Aber mehrere Kunden haben, sagen wir mal, unabhängig von der Untersuchung, haben nachgerechnet und haben gemerkt, dass sie dann doch ein bisschen mehr bezahlen, wenn sie das mal mit dem Euro unter dem Marktpreis vergleichen. Das kann doch eigentlich dann, wenn wir gerade mal die Kampagne auch nehmen für den Euro oder sowas und die mangelnde Akzeptanz für den Euro, das kann doch eigentlich nicht im Sinne des Bundesfinanzministers sein. Weil man, sind Sie eigentlich sauer auf den Handel, dass er das macht? Zunächst mal, was haben wir gemacht? Man versucht, wir haben Akzeptanz für den Euro zu schaffen und dann... Wir mussten ja auch die ganzen staatlichen Beträge umstellen, Steuern und alles. Und natürlich können Sie nicht alles abrunden. Wenn wir alles, wir haben das ausgerechnet, wenn wir alles abgerundet hätten, dann hätten wir 7 Milliarden Mark verloren. Das kann kein öffentlicher Haus. Aber wir haben zugunsten der Steuerzahler, zugunsten derer, die staatliche Leistungen kriegen, gehandelt. Das heißt, 400 Millionen haben wir ins Geschäft gesteckt. Das heißt, wir verlieren der Gesamtstaat rund 400 Millionen Mark bei dieser Operation. Da haben wir gesagt, wenn wir das so machen, hoffen wir, alle machen das auch ein bisschen so mit, damit wir alle helfen, dem Euro ein bisschen Rückenwind zu geben. Nun muss ich Herrn Deuss zunächst in einem Punkt zustimmen. Wer sich die allgemeinen Zahlen ansieht, Preissteigerungsrate, die geht runter. Das heißt also, wir können im Moment... Steigerungsrate geht runter, geht immer noch hoch. Nee, die Preise sind real zurückgegangen, wobei es im Wesentlichen nicht dort hängt, es liegt bei der Energie. Sie wissen, die ist jetzt ordentlich runtergegangen, es liegt bei den Nahrungsmitteln. Ja. Aber wir haben doch keine negative Inflation. Die BSE, doch, die Preise gehen runter. Die BSE-Krise liegt weitgehend hinter uns, die Preise gehen runter. So, das ändert aber nichts daran, dass Sie ganz sicher sein können. Und ich nehme das auch keinem übel, dass da oder dort versucht wird, bei der Gelegenheit mal ein kleines Geschäft mitzumachen. Da kann ich nur sagen, erstens, es gibt eine Verbraucherzentrale, es gibt Verbraucherschutzverbände, die achten drauf und da muss jeder Kunde auch drauf achten. Denn natürlich wird der Versuch gemacht werden. Und man darf ja handeln jetzt. Ja, das gehört dazu, aber ich sage, eine generelle Tendenz kann ich nicht feststellen. Im Übrigen wird es in der Zukunft noch anders aussehen. Deutschland ist ein Hochpreisland in Europa.
Autos sind bei uns teurer als woanders in vielen Fällen. Ja, Medikamente eigenen. Sind viel teurer als woanders. Die eigenen sogar. Ja, ja, und das wird aufhören, weil wir in Europa mit dem auch mit dem gemeinsamen gut. Münze, der gemeinsamen Preisrechnung. Jetzt gehen wir aber mal vielleicht auf das, was... Insofern ist das völlig richtig. Wir haben hier einen funktionierenden Markt. Darauf müssen wir achten, dass der Markt funktioniert, über Kartellrecht und dergleichen, das ist das A und O. Und der Markt regelt das ja. Der regelt das ja erst recht. Der Kunde auch, er muss aufpassen. Erst recht dann, wenn der Markt sich ausdehnt, wenn er europäisch wird, wenn alles vergleichbar wird, weil es in derselben Währung ausgezeichnet wird, dann wird sich das also über den Markt regeln. Also wenn einer glaubt in dem Handel, er könne also hier besondere Profite für sich einstreichen, dann ist er schief gewickelt, der wird damit kein Glück die haben. Die Banken schaffen das aber sehr, sehr gut. Da gibt es wirklich einen extremen Fall von Wegelagerei. Wenn ich nur ein ganz kleines Beispiel anführen darf, also wie man hört, komme ich ja aus Österreich und zwar vom Bodensee. Und da habe ich vor kurzem im Juni meinen Wagen geparkt in Lindau, 10 Minuten zu lange, 10 Mark Strafe. Das wird zugestellt nach Wien. Der Versuch, das zu bezahlen, hat dazu geführt, dass das 10 Mark Strafgeld nochmal 10 Mark gekostet hat in Österreich, um das zu überweisen und lastenfrei für den Empfänger, weil sonst ist der Herr Eichel nicht zufrieden, nochmal 10 Mark. Also aus 10 werden 30. Das Ganze hat zu lange gedauert, kam eine neue Strafverfügung, diesmal schon 80 Mark. Da sind es obendrauf zwar wieder weiterhin nur 20, aber das ist natürlich eine Form, wie man wirklich Unmut in der Bevölkerung schafft. Ja? Wir sind es gewohnt zu reisen, wir kommen überall hin, man nimmt sein eigenes Auto mit und dann wird man da so zur Kasse gebeten. Und da wird wieder ein Schuh draus, aus dem Kleinen und aus dem Großen. Das geht nur, wenn wir das europäisch regeln. Es ist übrigens noch teurer, wenn Sie von Deutschland nach Österreich überweisen. Das liegt zur Abwechslung mal nicht an Österreich, sondern 47 Mark. Da brauchen Sie eine europäische Regelung für. Nein, jetzt kommen wir gleich zu dem großen Thema noch Kriminalität. Aber jetzt müssen wir einmal ganz kurz, direkt dran vielleicht, Herr Hagenhoff vom Bundesverband Deutscher Banken. Jetzt müssen wir da mal eben kurz rein. Das ist unerhört, sagen viele, wirklich viele. Also die auch in diesem Sommer wieder in Urlaub waren. Ich habe mehrere Kollegen aus der Redaktion mal gefragt, was sie so überall verbraucht haben, wenn sie ihr Geld also einfach sozusagen umgetauscht haben. Und das ist schon unerhört, muss man sagen. Warum geht das so weiter bei den Banken? Wie soll das geändert werden? Ja, Sie sprechen ja das Problem des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs an. Ganz genau. Da hat es eigentlich nichts mit dem Euro zu tun. Wir haben die hohen Kosten nicht dadurch, dass wir verschiedene Währungen bewegen. Aber wenn wir eine gemeinsame Währung haben in allen Ländern, dann kann man es auch nicht mehr so ganz einsehen, dass man dafür nun also solche immensen Gebühren bezahlt. Auf den ersten Blick scheint das so, aber tatsächlich ist das anders. Denn die Kosten, die da entstehen, entstehen nicht dadurch, dass verschiedene Währungen bewegt werden, sondern die Kosten entstehen dadurch, dass die Überweisungen beim grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr anders als beim Inlandszahlungsverkehr weitestgehend manuell bearbeitet werden müssen. Das heißt, wenn Sie eine Überweisung machen von Berlin nach München, gehen Sie zu Ihrer Bank, füllen einen Beleg aus oder am Computer geben Sie die Daten ein und die Überweisung kann per Computer durchgeführt werden. Da sind wir ja gerade dabei. Wir versuchen, das auch auf europäischer Ebene zu machen. Das ist aber sehr schwierig. Und da weiß sicher die Politik auch ein Lied davon zu singen. In Europa haben sie in den jeweiligen Ländern sehr unterschiedliche Zahlungsverkehrssysteme mit ganz verschiedener Technik, auch mit ganz verschiedenen Rechtsrahmen. Und das zu harmonisieren, das ist das große Problem. Wir sind gerade dabei. In diesen Wochen wird gerade so etwas wie eine internationale Bankleitzahl für also die jeweilige Bank. Das hat nichts damit zu tun, dass die Banken auch ganz gerne da noch an dieser Stelle ein bisschen Geld verdienen wollen, oder wie? Ich finde wirklich Ihre Antworten unglaubwürdig. Das sind unverschämte Gebühren für die Zahlungen im Ausland. Das, was Herr Martin eben gesagt hat, ist ein kleines Beispiel. Die nächste kommt jetzt, dass offenbar die EZB sich nicht durchsetzt damit, dass die Banken nun auch noch hohe Umwechslungskurse nehmen von D-Mark oder Nationalwährung in Europawährung. Mhm. Und ich bin schon erstaunt, wie die Banken ihre Kunden behandeln, da sie ja sonst Milliarden pro Tag, Billionen um die Welt schicken mit der neuen Technologie. Nur wenn es um Kunden geht, der sich nicht wehren kann oder sie meinen, er kann sich nicht wehren, dann wird abkassiert. Ich muss allerdings auch den Finanzminister sagen, da wird ja immer auf den Einzelhandel rumgehackt, da gibt es so und solche, aber im Schnitt, glaube ich, mit Herrn Deuss, es hält sich in Grenzen. Bei den Banken hält es sich in diesem Punkt nicht in Grenzen. Und ich wundere mich, dass die europäischen Finanzminister sich nicht mal sehr kräftig dazu äußern, statt immer nur über den Einzelhandel zu reden. Warum eigentlich nicht, Herr Eichel? Also wir haben auch gar nicht so über den Einzelhandel gelästert, denn wir sind ja im Moment dran.
Das heißt, wir haben den Banken gesagt, das akzeptieren wir nicht. Und ich habe ausdrücklich gesagt, wenn sie das nicht ändern, dann werde ich mich der Brüsseler Initiative anschließen, das europaweit zu regeln. Weil ich genau der Meinung bin, wie Horst Ehmke auch, das geht entschieden zu weit. Im Übrigen, selbst wenn im Moment höhere Kosten in dem Umfang, können sie ganz gewiss nicht da sein, höhere Kosten da sind, im gemeinsamen europäischen Markt wird sich das nicht mehr halten lassen. Das ist so einfach, das ist eine Perspektive von gestern. Ja. Gut, jetzt kommt ein anderer Aspekt, ja, jetzt wollen wir nochmal die dänische Perspektive dazu. Was wir hierüber sprechen heute, das ist ja die kleinen Probleme. Die echte wirtschaftliche Problem ist ja, dass man verschiedene Wirtschaften nicht optimal leiten kann. Also Irland hat zum Beispiel einen Bedarf an Zinsen auf vielleicht 13%. Deutschland wäre besser mit 2 oder 3%. Wie macht man einen Durchschnittszinsen, die ist optimal für beide? Das kann man nicht. Das ist das Problem. Ach, die Vereinigten Dafür Staaten muss man eine gemeinsame Finanzpolitik, eine gemeinsame Steuerpolitik, eine gemeinsame Arbeitsmarktpolitik, eine gemeinsame politische Union haben. Sonst kann es nicht funktionieren. Diese Wirtschaftsunion, diese Währungsunion ohne Wirtschaftsunion, das funktioniert nicht. Das ist das wirkliche Problem. Und deshalb und doch hat man diese wir kommen auch ganz gut ohne ganz Euro aus. Unumkehrbar gemacht. In ein Kollektiv. Da wird man nicht gute Nachbarn. Gute Nachbarn sollen nicht im Kollektiv mit gemeinsamer einheitlicher Währung und Schlafzimmer machen. Das geht nicht. Glauben Sie nicht, dass Dänemark das mal bereuen wird, dass Sie nicht dabei sind? Nee, Dänemark hat ja seine Arbeitslosigkeit halbiert. In dieselbe Periode. Nicht? Das hat er mit dem Geld nicht. Halbiert. Es hat mit eigenständigen Mitteln zu tun, dass man Finanzpolitik benutzt hat, ein optimales Wachstum bekommen. Das ist gelungen mit den Parteigenossen von Hans Eichel in unser Land, aber das ist auch in den USA gelungen, mit einer anderen Geldpolitik das Wachstum besser zu leiten. Also wenn man hat ein einheitliches Staat, ein einheitliches Land, kann man vielleicht eine Wirtschaft leiten, aber man kann nicht eine EU-Wirtschaft leiten mit so verschiedenen Bedingungen in den verschiedenen Ländern. Das geht nicht. Also, es ist nie bevor im Welt gelungen. Warum nun? Das ist die Hauptfrage. Es gibt ein Problem, weswegen der Euro dann schließlich gekommen ist. Denn es war ja so, dass der deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl damals das nicht unbedingt gerne wollte. Sondern es hatten sich eine ganze Reihe von europäischen Ländern an die D-Mark angeschlossen. Das war ja eine französische Forderung, nicht eine politische Forderung. Es war ja, die Franzosen haben es gehasst. Aber sie haben sich, und viele anderen haben sich an die D-Mark angeschlossen, weil sie gesagt haben, das ist unsere Leitwährung und wir müssen es machen. Und es gab ja irrsinnigen Streit zwischen dem Bundesbankpräsidenten und dem französischen Präsidenten. Es gab nationale Schwierigkeiten, weil die Franzosen anfingen, von dem Bundesbunker zu sprechen, weil sie damit den Führerbunker anführen wollten, weil sie gesagt haben, jede nationale deutsche Entscheidung hat eine Auswirkung auf Frankreich, weil Frankreich nachvollziehen muss, was die Bundesbank für Deutschland entscheidet. Das heißt, man konnte in Europa dieses System einfach nicht mehr weiterführen. Damals kam dann die deutsche Einheit und eine der Elemente, die dazu geführt haben, dass der Euro schneller kam, war, dass Helmut Kohl gesagt hat, okay, das ist der Schritt, den ich jetzt den Franzosen entgegenkomme, indem ich sage, wir akzeptieren die Westbindung, wir akzeptieren, dass wir jetzt unsere D-Mark aufgehen lassen in eine europäische Währung. Übrigens und ganz schwierig, Uli Wickert. Und nationalen Auseinandersetzen zwischen den Franzosen und den Deutschen in diesem Bereich zu Ende. Ja, aber ganz schwierig, vor allen Dingen natürlich auch für die... Ich hoffe, dass der in Euro viel Erfolg bekommt. Es ist beschließen. Er hat im Augenblick... Es ist gegen alle wirtschaftlichen Gesetze, aber ich will mal sagen... Lass uns doch erstmal den Euro einführen und dann sehen wir mal weiter. Aber bei der Einführung ist er ist jetzt an die Banken gegangen. Jetzt kommen die Starter-Kits in 3 Monaten und dann haben wir ihn am 1. Januar irgendwann in der Hand. Und dann hat Horst Ehmke
einen Roman geschrieben, der schon mal darauf hindeutet, was da eigentlich auch alles passieren kann. Und hat schon mal auf die ganze Kriminalität hingeschrieben, die jetzt auch in der Realität in immer mehr Meldungen zu lesen ist. Nämlich, also da ein Transporter überfallen, wie diese Woche. Jetzt kommen wir natürlich zur Wirtschaftskriminalität, die ganz stark hingeht darauf, dass viele sagen, jetzt wird erstmal das ganze Schwarzgeld untergebracht, um vor dem Tausch in den Euro noch alles unterzubringen. Und viel Falschgeld natürlich. Da kommen wir natürlich erstmal dazu. Ja, aber das ist ja so. Das war ja relativ leicht vorzusehen. Und die hatten ja auch in Brüssel so eine Taskforce, wie sie das nennen, eingesetzt, die zum Beispiel dafür gesorgt hat, dass nicht wie am Anfang gedacht waren, die eine Land macht die 100-Euro-Scheine, das nächste die 200, die 500 und so weiter. Mhm. Dann wären wir ja, ich weiß nicht, auf wie viele 100.000 Transporte gekommen. Man hat das also schon mal erstmal intelligent mit dem Drucken gemacht. Und, aber trotzdem, glaube ich, sind es 80.000 Transporte oder so, die gefahren werden müssen. Die Versicherungskosten sind inzwischen dreimal so hoch, wie sie waren, bevor das angefangen hat. Sie werden wesentlich steigern. Und natürlich auch, interessant war ja an diesem Überfall, das wird nicht der letzte sein, auf den Transporter, dass es ein Inside-Job war. Es war einer der Fahrer, weil die Sicherung natürlich viel mehr Personal braucht, viel mehr Wagen, viel mehr Lagerstätten. Und dabei kann man nicht so kontrollieren, wie das im normalen Geschäft war. Also wir werden das mehr haben. Die haben jetzt spätestens jetzt zum ersten Mal Euroscheine, so dass sie die sicher